geht ab, meine Seafighter Oserie, und zur späten Stunde gab es einen Data-Download für die japanische Version und langsam aber sicher fängt das Ganze um das 4-jährige Jubiläum an. Ein wenig sickern die Informationen durch, sage ich mal, Ausweg. Wir wissen noch nicht, was die neuen Charaktere Super Saiyan 4 Goku und Vegeta drauf haben werden. Damit rechne ich erst die Tage, wenn das Ganze hinzugefügt wird. Aber wir haben eine wichtige Sache bzw. eine interessante Sache mit dem Download hinzubekommen, nämlich, um es besser zu sagen, zwei interessante Sachen, zwei neue Kategorien, zum einen die Goku Family Kategorie und zum einen die Vegeta Family Kategorie. Wie es der Name schon sagt, ist in der einen Kategorie alle Charaktere, die zur Goku Familie gehören, und in der von Vegeta Family natürlich alle Charaktere, die zur Vegeta Family gehören. Freunde, was heißt das, was sagt uns das? Das ist zu 99,999, sei es 100% sicher, dass der neue Super Saiyan 4 Goku und der neue Super Saiyan 4 Vegeta auf jeden Fall die Kategorien, die da sein werden, von Logo Goku, dann von der Goku Family, und Vegeta von der Vegeta Family. Könnte aber noch durchaus sein, dass sie quasi Dual-Kategorien, die da bekommen. Wie gesagt, zu den Karten selbst wissen wir nicht, aber wir haben weitere einige Informationen, die ich euch gerne präsentieren würde, sage ich mal. Nämlich zum Data Download kam noch hinzu die Information zu LR Pan, beziehungsweise LR Pan ist in den Daten, sowie Giru, ein neuer Trunks SR-Stufe und unser Login-Boni Super Saiyan 4 Goku. Wir werden uns gleich ansehen, was sie alle drauf haben werden. Die ganzen Sachen kommen online am 29. Januar um 7 Uhr morgens unserer Zeit. Könnte aber dennoch sein, dass dann der Data-Download kommt, Freunde, weil das Event von dem Giru ist eigentlich für 9 Uhr morgens gesetzt. Also wie ich es schon im letzten Video gesagt habe, aber es ist auf jeden Fall der 29. Januar, Freunde. Die Charaktere gucken wir uns gleich im Detail an, was sie drauf haben, Freunde. Lassen wir ganz kurz gucken. Bei Bipan zum Beispiel, wir wissen zum einen, wie wir sie auf den LR-Status bringen können, nämlich durch 15 Medaillen von Bipan-Event. Sollten das sein, lassen wir ganz kurz schauen, wie ihr Theo-Version ist. Ja, nein, das wäre neue, das wären neue Medaillen, alles klar. Heißt, ich schätze davon, dass ein neues Stage hinzukommen wird oder eine Mission. Jedenfalls gucken wir uns gleich an, was Bipan drauf haben wird, denn Bipan ist ja zum einen der erste Charakter mit einem Active Skill, aber auch mit Voices, also mit einer Stimme, und beides haben wir quasi auf Video von der offiziellen Dokkan Twitter Page. Gucken wir uns gleich an. Giru, wie gesagt, wird ein Free-to-Play Charakter sein. Jetzt unser Boy Giru. Durch sein Free-to-Play-Event mit 5 Medaillen wird man ihn awaken können. Komplett auch Free-to-Play mit den Orbs auf 100% bringen können. Jedenfalls sieht der Boy dann folgendermaßen aus. Wir gucken uns gleich die Informationen dazu an. Und wir haben noch ein SSR, beziehungsweise ein SR-Trunks, den wir dann zum SSR-Z awaken können. Also ja, dann würde ich sagen, switchen wir mal rüber, verlieren wir nicht viel Zeit. Wir haben, was in den Daten hinzukam, wie gesagt, die Charaktere, die uns angesehen haben, die neuen zwei Kategorien, die sehr wichtig sind. Missionen werden noch gefiltert, aber ich glaube, so kurz dann wurde dann noch nichts gefunden, sage ich mal. Wir bekommen den Purple Stone 3, den Lila Stone ist das quasi. Das sollte der Stone für die Neogatni da sein, wenn mich nicht alles täuscht. Schaue ich mal kurz nach, genau richtig. Den wird man wahrscheinlich kaufen können. Redstone 7 wissen wir aus den V-Jump-Scans. Und wir haben ein neues Gacha-Token, was auch hinzugefügt wurde. Das ist auch auf jeden Fall sehr interessant. Die Sache ist die, wir wissen ja, dass von denen noch zwei weitere kommen werden. Eins in Gelb oder ja, Gelb und eins in Rot. Aber das wird als Gacha-Token genannt. Heißt, Gacha ist eigentlich Gacha-Game. Also das ist quasi der Aspekt, den man für Charaktere sammelt. Da bin ich drauf gespannt, was mit dem, was man mit dem Coin machen wird. Bis jetzt quasi, wenn ich das live aufnehme, weiß ich dazu nichts. Falls quasi an sich Breaking News, sag ich mal, kommen, lasse ich auf jeden Fall so schnell wie möglich wissen, vor allem auf Twitter. Der Link ist in der Beschreibung, Freunde. Gucken wir uns mal die Informationen zu den neuen Charakteren an. Giru quasi, nach dem Awaken gibt der In-Charakteren Keep-Nutzer L-Tag unter 40%. Er macht Supreme Damage und zieht den Gegner. Passive ist folgendermaßen, weil dann Hybrid Saiyan Kategorie Mitglied im Team ist, irgendeiner aus der Free-Zen-Kategorie, dann bekommt er auf sein eigene Key plus 2 Attack unter 60% und ergibt der Desire of Dragon Balls oder for the Dragon Balls Kategorie Key plus 2 Attack unter 30%. Gar nicht mal so schlecht, ist ein guter Supporter, sag ich mal. Sollte man nicht unterschätzen. Linksel Modern meets the Eye, Flea, Mechanical Menaces, GT, Shattering Limit, Rival Do, in den Kategorien ist er vertreten. Desire for the Dragon Balls. Genau, bei LRB Pan, Freunde, hat sich eigentlich mehr oder weniger nicht viel geändert, wie in den letzten Tagen, die geleakt wurden. Die Skill ist gleich geblieben, schätze ich mehr oder weniger. Aber was interessant ist, sind zum einen die Super Decks, die 12 Key macht Colossal Damage, Mace Stun the Enemy. Und hier haben wir Additional Zusatz. Sie kann ihre 12 Key Super Attack schon mit 9 oder mehr Key starten, wenn ihre SA 5 oder höher ist. Und ihre Ultra Super Attack macht auch Colossal Damage. Ist vielleicht ein bisschen komisch. Normalerweise ist sie in L auf der 18 Key, macht mega Colossal Damage. Aber könnte durchaus stimmen, denn sie hat hier zudem eine Medium Chance. Denn sie hat noch hier auch den Zusatzeffekt, dass sie ihre Ultra Super Attack schon mit 15 Key oder mehr starten kann, wenn die SA Level 5 oder drüber ist. Also deswegen könnte es durchaus sein, dass mit dem Colossal stimmt. Ihre Passive, sie hielt sich um 33%. Am Schaden, den sie verrichtet, sage ich mal, und hat eine hohe Chance, den Damage Reduction zu aktivieren von 55%.
Wir wissen ja, sie ist die erste mit einer Active Skill. Sie hat auch quasi eine Stimme auf ihre Active Skill. Gucken wir uns gleich an. Jedenfalls dasselbe geblieben. Ab Anbeginn der dritten Runde kann sie das einmalig pro Kampf aktivieren. Wenn sie es aktiviert, gibt sie jedem Verbündeten 33% für eine Runde. Links haben wir All in Family, Saint Lineage, Battlefield Diva, GT, Innocence, Shattering Limit, Legendary Power. In den Kartonen ist vertreten Hybrid Saints, in der neuen Son Family, Desire for the Dragon Balls. Gucken wir ganz kurz mal rüber wegen der S-Animation. Der erste, sag ich mal, dass dieser Orb, der zu Pan geflogen ist, gehe ich stark davon aus, bei der Animation, dass quasi das uns zeigt, dass quasi man den Active Skill aktivieren kann. Jedenfalls, aber so funktioniert es mit Active Skill, wenn man quasi hochswipe, dann aktiviert sich der Active Skill und bei Pan an der Stelle quasi geht es auch mit dem Voice, also war gar nicht mal so schlecht. Jedenfalls Super Saiyan 4 Goku, den wir bekommen werden, Free to Play zum Logiboni. Er gibt der Pure Saiyan Karte und gibt uns 4 HP Attack in der 44%. Mit der Super Attack erhöht er seinen Angriff für 4 Runden und macht Supreme Damage. Passive ist folgendermaßen: auf den eigenen Angriff und auf die Verteidigung bekommt er 44%, wenn er angreift, sage ich mal. Und des Weiteren gibt er sich selbst, sollten das sein, 44%. Further Attack plus End. Genau, das, weil das ist so absichtlich getrennt. Also des Weiteren Attack plus 44% und dann Pure Saiyans Kategorie-Mitgliedern gibt er 44% auf die Verteidigung. Also Support-Aspekt sollte jetzt, so wie ich es richtig gelesen habe und verstanden habe, nur für die Pure Saiyans gelten, dass die Verteidigung 44% steigt. Links haben wir Super Saiyan, kann man mehr Shocking Speed GT, Prepare for Battle Saiyan Raw. In den Cartoons vertreten Pure Saiyans und Son Family. Dann zum Abschluss noch, wir haben noch einen Goku Jr. Easy, habe ich voll vergessen vorhin zu sagen. Jedenfalls, Trunks ist halt er drauf, dieses Skill Physisch Type gibt sein HP Attack in der 30%. Super Attack erhöht seine Verteidigung stark für eine Runde, macht Supreme Damage. Nicht schlecht, als SSR-Charakter. Und als Start of Turn gibt er jeden Verbündeten Keep plus 2 Attack und 30%. Als SR-Charakter, nicht schlecht. Als SR-Charakter All-Types Support-Aspekt, nicht schlecht. Komisch ist aber, dass hier steht, als Start of Turn gibt er jeden, tralala. Jedenfalls, links ist Super Saiyan Royal Lineage, Saiyan Warrior Race, Cold Judgment, GT. Kategorie ist er eben Hybrid Saints. Goku Jr. haben wir an der Stelle sein EZA, nach seinem EZA, der Free-to-Play Goku Jr., was hat er drauf? Und zwar gibt er der Desire for the Dragon Balls Kategorie Keep plus 3 HP Attack in der 70% oder in Charakteren Keep plus 3 HP Attack in der 30%. Mit der neuen Super Attack macht er, beziehungsweise macht er Supreme Damage richtig und erhöht seine Verteidigung um eine Runde. Und zwar haben wir dann quasi die neue Passive, folgendermaßen: Keep plus 3 Start of Turn gibt er sich selbstständig immer, das ist gut. Ihm haben ein bisschen Key gefehlt, sag ich mal. Attack plus 60%, wenn er einen Super Attack startet und hat eine Great Chance für weitere Attack und F6%, die ihr dazu bekommt. Wirklich gar nicht mal so schlecht. Und wie gesagt, das neue Gacha-Coin, was wir uns angesehen haben, Treasure-Item obtained through Gacha. Das ist eben das, ein Treasure-Item. Ah, okay, das werden wir wahrscheinlich bekommen, wenn wir summon, werden wir quasi das Item bekommen. Ja, okay, das erklärt sich dann von selbst. Also wenn man summt, wenn ich es richtig verstanden habe, werden wir quasi das Item bekommen oder die Münze bekommen, die wir uns angesehen haben, Freunde. So viel zu den Informationen zu diesem Death Download. Sehr wichtig, quasi Goku-Fam und Vegeta-Fam. Lasst auf jeden Fall wissen, was haltet ihr von dieser Kategorie. Und um ehrlich zu sein, Freunde, hat es für mich mehr und mehr den Anschein, ich weiß warum, keine Gefühlsache, dass es vielleicht doch so kommt, wie ich es mir gedacht habe, dass diese neue Super Saiyan 4 Goku und Super Saiyan 4 Vegeta separates Dodokan-Fester sein werden, aber nur TOR-Charaktere. Ich denke vielleicht nicht, dass die Dokkan XLR sein werden. Könnte mich täuschen, logisch, ich weiß es nicht. Ich habe nur so eine Vermutung. Denn meine Vermutung ist, die werden zu Part 1 kommen. Und zu Part 2 schätze ich ja, dass ein LR-Charakter kommen wird. So wie es in der 215 Download Celebration war. Jedenfalls wollte ich, entschuldige mich vielleicht für den ein oder anderen Versprecher, also wirklich zu späten Stunde gewesen. Oder wenn ich was das ein oder andere vielleicht nicht so rüberbringen konnte, wie es dran stand. Jedenfalls waren es dennoch, kann ich gut sagen, alle Informationen des Tages. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt den Ganzen auf jeden Fall ein Like. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be around.